Hallo, willkommen auf meinem Kanal Kleine Ümber. Heute mit dem zweiten Teil der Kompostecke. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, hier oben tue ich das verlinken. Wir werden heute die Erde hier begradigen und dann Vlies auslegen. Und dann kommt hier eine wunderbare Schicht Rindenmulch. Auch zwischen meinen Hochbeeten werden wir auch Rindenmulch verteilen. So, wir beginnen jetzt die Erde hier zu begradigen und mal alles mal schön feinen Plan machen, damit alles schon gerade ist. Die Erde ist jetzt komplett einmal fein planiert worden, schön gerade, und jetzt legen wir das Vlies aus, ja, hier zur Hälfte, da der natürliche Kompost kommt und soll unten nicht der Boden verdeckt sein. So, das Vlies legen wir jetzt einmal komplett aus, breiten wir aus das Vlies und tun es hier schon einschneiden. So, ich hoffe, ihr seht mich. Ja, jetzt tun wir das Vlies schön so mittig hier einschneiden. Sag ich mal, die Hälfte wird hier für die Kompostecke sein, ja, für den Kompost, damit auch von unten an Kleintiere, Regenwürmer in die Komposter hochwandern können. Ja, deswegen nur die Hälfte des Bereiches. Und dann kommt noch eine Reihe Platten, eventuell. Schauen wir, wie es dann aussieht. Erstmal schaue ich, ob die Komposter auch hier wirklich hinpassen, vor allem der Holzkomposter. Müsste Meter und Meter sein. Schauen wir mal, ich lege mal hier hin. So, der Holzkomposter soll ungefähr hier hinkommen. Ich denke mal, das passt so. Eventuell noch vom Zaun so 50 cm weg. Also heißt, da geht hier was drüber. Das schadet nicht. Was, wie gesagt, zu viel ist an Vlies, wird rübergeklappt oder weggeschnitten. Ich denke mal, das können wir so lassen. So kann ich mal auch hintenrum mal schön sauber machen oder auch da eventuell Vlies hin oder ein bisschen Rindenmulch. Wir stellen ein bisschen direkten Komposter auf und nachhinein kommt das Rindenmulch in die ganzen Wege. So sehen wir ungefähr genau, was wir brauchen und was nicht. Ja, natürlich soll der Komposter einigermaßen waage stehen, deswegen hole ich jetzt mal eine Wasserwaage und wir schauen mal, ob das so passt. Ich denke mal, vom Auge her müsste ungefähr passen, wenn nicht, gleichen wir es ein bisschen aus. Ich habe meine Wasser mal hingelegt, so ein bisschen Gefälle haben wir, da können wir gut ausgleichen. Einfach mal die Wasser gemacht, zack, ja, und schon Waage. Ja, so geht das auch. So, ich schau mal, wie kann man diesen Ding hier aufbauen, Komposter? Ja, voll. Da ist eine grüne Schicht drauf, ich denke mal Druckkessel imprägniert, aber reicht vollkommen aus. So, der Holzkomposter ist hier gut aufgebaut, ja, der ging ganz schnell, ja, und
Ich bin zufrieden, wie es aussieht. Es reicht für mich vollkommen aus. Ich werde es nochmal anstreichen oder so, so stehen lassen. Gut, perfekt. Normalerweise habe ich diesen Komposter jetzt hier. Und ich glaube, die werde ich nicht weiter nutzen, weil er hat, glaube ich, die besten Tage schon erlebt, sag ich mal. Ist schrottreif, meiner Meinung nach. Und ich werde auf jeden Fall noch so einen Holzkomposter aufstellen. Ja, passt gut noch hier rein. Und ich denke mal, das ist das Vernünftigste. Sieht auch besser aus. Ja, und vorstellt halt dieses, ja, sag ich mal, alten Metallkompost hier aufstellen. Weil das unten ist ja schön, ist ja schon abgefault, ja, rostig und wird nicht mehr lange halten. Also deswegen besorge ich mir nächsten Tag noch einen neuen Holzkomposter. Sieht besser aus. Letzte Zeit tun wir auf jeden Fall hier über den Rindmut verteilen, wenn das hier fertig macht. Hier ein kleiner Tipp. Achtet drauf, wenn ihr das Vlies an den Randstein setzt oder hier an der Kante vorbeisetzt, dass es ein bisschen überlappt. Ja. Was zu viel ist, kann man wirklich immer noch hier so runterklappen. Das ist wirklich so 5 cm, sag ich mal, über der Erdoberfläche ist. Ja. Und so viel könnt ihr auch auffüllen an Rindenmulch. Also maximal 5 cm würde ich empfehlen. Könnt ihr euch auch mehr, weniger, ist nicht zu raten. Ja. Da halt einfach dann der Unkraut oder Wildkraut, ja, doch noch rauskommen könnte, rauswachsen könnte. Deswegen maximal 5 cm und das Vlies auch schön was drüber lappen hier über dem Rand, dass hier wirklich sehr wenig Unkrautbewuchs hier an der Seite vorbei wächst. So, das soll jetzt ungefähr so aussehen, ja. Hier kommt man noch dazwischen, kommt auch noch eine Bahn und hier kommt auch noch eine Bahn dazwischen und dann können wir anfangen, Rindmulch zu verteilen und dann müssen wir schon fast fertig sein. Jetzt tun wir den Rindmulch verteilen, schön hier. Ich habe noch ein, zwei Säcke habe ich schon da liegen und schauen wir mal, was hier reicht. Fertig geworden. Rindmulch ist komplett ausgelegt. Ich habe noch einen Sack über. Eventuell werde ich da noch hier noch ein bisschen rumstreuen. Hier, wo ich gerade jetzt stehe, kommt noch ein Holzkomposter hin, wie dieser hier. Also gefällt mir echt gut. Ist relativ gut stabil. Ich habe noch einen Schnellkomposter aufgestellt. Wie gesagt, den runden Metallkomposter, den werde ich entsorgen. Ich habe noch einen Schnellkomposter liegen. Den werde ich auch entsorgen. Meiner Meinung nach reichen hier 3 Komposter völlig aus für meinen Garten, für meinen Bereich. Ich hoffe, euch hat dieses zweite Teil von der Komposterecke gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr ein paar Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Wie gesagt, Teil 1 verlinke ich euch hier oben. Und
Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schreckerkant.